Hallo, willkommen bei den Zweckperlen. Hier haben wir ein Streichholz, das soll der Hals sein. Hier haben wir einen Tennisball, das soll der Kopf sein. Hier haben wir das gleiche nochmal gemacht. Jetzt stecken wir einen Kopf in den Vorwärtssitz und den anderen in den Rückwärtssitz. Dann ziehen wir das Auto hier bis zum Anschlag und lassen es dann los. Wie ihr seht, hier ist es abgebrochen und hier steckt noch ein Fitzelchen drin. Das heißt, dass der Vorwärtssitz nicht sicher ist. Also schon ein bisschen, aber nicht sehr sicher wie der Rückwärtssitz. Ich zeige es euch hier beim Rückwärtssitz. Hier ist es nicht mal angesplittert. Ich zeige das mal von allen Seiten. Und im Gegenteil von hier schon. Hier ist das kleine. Das bedeutet, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Vorwärtssitz nicht so sicher ist wie der Rückwärtssitz.